Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Bright und heute gibt es nochmal ein kleines Thema und ich habe auch wieder ein bisschen was offscreen gemacht, wie ihr seht. Und zwar habe ich hier schon mal ganz viel Glas reingesetzt, ne? Dann hier die Wand ein bisschen weiter gemacht, okay? Und ja, den Boden hier noch ein bisschen fertiggestellt, damit wir hier endlich mal auch sicher langlaufen können, ne? Und nicht wie vorher. Und ja, jetzt bin ich ja gerade eben dabei, diesen Tunnel auszuheben. Und da hinten geht's dann weiter. Und da muss ich eben jetzt schauen, wie weit ich da noch graben muss. Das ist eben jetzt die Frage. Und wo ich dann hinten runtergehen muss, ne? Das werden wir eben alles noch rausfinden. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt hier erstmal gleich noch den Glowstone weiter ab. Und ja, hier kommt dann eben alles wieder Glas hin. Also überall, wo man wirklich unten drunter was sieht, möchte ich eben so Glas haben, weil ich finde das irgendwie ganz cool, ne? Sonst ist das irgendwie verschwendete Aussicht, weil manchmal sieht das echt nicht schlecht aus. Und ja, sonst habe ich sowas dann immer nicht genutzt, aber ich finde, es muss halt auch mal sein, dass man sowas nutzt. Und ja, deswegen jetzt mache ich das eben mal so. Okay, ja, dann das hier noch. Und ich werde jetzt hier einfach in der Folge mal ein bisschen weiterbauen. Hier in den Abschnitt wird übrigens alles Diorit wahrscheinlich reinkommen in den Boden. Muss ich aber mal schauen. Vielleicht mache ich da auch nur so einen Rand und mache in die Mitte noch einen anderen Block. Das werden wir sehen. Entscheide ich dann. So. Ja, ich kann ja schon mal diesen Rand machen hier. Damit wir hier im Video auch ein bisschen produktiv sind. Und ja, was gibt's zu sagen? Was ist mein Thema heute? Ich möchte ein bisschen über Simon Unge reden und seinen komischen Milch-ist-Gift-Skandal, ne? Da hatte ich nämlich noch nichts zu gesagt, weil, keine Ahnung, ich wollte dieses Thema eben erstmal beobachten. Ich bin nicht so einer, der ja unbedingt bei jedem Skandalthema direkt ein Video macht. Ich warte dann lieber erstmal ein bisschen ab, bis sich das Ganze beruhigt hat und bild mir dann eine Meinung so, um auch ja die Nachwirkungen gleich mit aufzählen zu können im Video, ne? Weil das ist natürlich auch so ein Ding, was dann viele immer nicht berücksichtigen, die dann eben ja irgendwie direkt ein News-Video dazu machen. Ja, die Nachwirkung eben, ne? Was ist danach dann so los? Ist das Thema noch langfristig relevant oder eher nicht? Ja, das wird immer sehr selten nur berücksichtigt. Und ja, ich wollte mal ein bisschen darauf eingehen. Also, ja, ich fand das Milch ist Gift-Video von Unge natürlich ein bisschen komisch, ne? So wie jeder eigentlich. Weil es ist natürlich jetzt, ja, eigentlich ziemlich zum Triggern nur gewesen, ne? Das hat er auch selber gesagt und, ja, ich finde irgendwie, dass er eben auch, keine Ahnung, er hat irgendwie viel zu schnell einfach so ein Video gemacht, ne? Er hätte irgendwie erstmal auf das Thema hindeuten müssen, ne? So ein Einstiegsvideo quasi, sozusagen als kleiner Start oder so, keine Ahnung. Das hätte ich irgendwie schon mal besser gefunden und vor allem nicht direkt so polarisieren. Ich meine, das hätte er natürlich, ja, wegen mir noch machen können, aber er hätte dann auch, ja, das alles ein bisschen anders aufbauen sollen, um eben seine Intentionen anders ja, zu vermitteln, die er eben hatte. Er wollte ja eigentlich wirklich die Leute zum Nachdenken anregen, das Ganze aber ein bisschen überspitzt natürlich darstellen, das ist klar, ne? Und ja, ich finde, das ist ihm halt nicht so richtig gelungen. Er hatte dann im Nachhinein beschrieben, wie er es eigentlich vorhatte und ja, irgendwie passt das nicht zu dem, was er gemacht hat, weil, ja, er hätte ja eigentlich die Zuschauer viel, viel mehr zum Nachdenken halt anregen wollen, als er es eigentlich dann geschafft hat tatsächlich. Weil, ja, viele haben sich über ihn lustig gemacht, ne, wie er sowas glauben kann und so und, ja, keine Ahnung, ich hätte irgendwie dieses erste und zweite Video halt verbunden, was er gemacht hat, und wäre vielleicht da ein bisschen ernster rangegangen, hätte vielleicht auch so ein Trigger-Ding genommen, ne, weil, wie große YouTuber es so machen, die, wollen halt, ja, krasse Titel und so nehmen und, ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht das Schlimme, aber ja, dass er einfach das so dann versucht hat, ins Lächerliche zu ziehen, auch im Nachhinein, das ist einfach das Problem, ne, was ich dabei sehe. Und ja, was ihm selber eigentlich auch total widerspricht, er hätte eigentlich dann dieses mit der Computersimulation und so alles mal lassen sollen, weil, ja, jetzt nimmt ihn irgendwie gar keiner mehr ernst, wenn er irgendwie was aufklären will. Und das finde ich halt dann auch ein bisschen dämlich, ne. Weil das hätte man klüger machen können von Anfang an, dass man eben nicht so auf Beef geht, sondern vielleicht eher, ja, auch einen interessanten Titel und so wählt, okay, und da vielleicht polarisieren will, ja, ist ja alles schön und gut, aber, ja, man sollte eben auch, wenn man schon so eine Intention hat, dann, ja, diese auch nutzen, ja, und nicht nur so halb oder so fast gar nicht,
Weil, ja, wie gesagt, die meisten glauben ihm jetzt eben irgendwie nicht mehr und vertrauen ihm natürlich auch nicht mehr, weil er ja eh immer nur rumtrollt, ne? Und ja, keine Ahnung, das ist halt so das Problem, ne? Er hätte einfach seine Glaubwürdigkeit nicht so untergraben sollen. Das, ja, ist, denke ich mal, so der Hauptpunkt, der da ein bisschen stört bei dem Video. Und ja, ich weiß halt auch nicht, ne? Es ist ein schwieriges Thema teilweise, vor allem weil es auch schon viele bearbeitet haben. Und ich wollte eben noch mal ein paar andere Sachen dazu auch sagen. Und ja, das ist teilweise gar nicht so einfach, ne? Aber ja, auf jeden Fall, das hätte man ja anders machen sollen halt, ne? So, vielleicht fällt mir gleich noch was ein zum Thema. Ich muss aber jetzt erstmal kurz eine Pause machen, weil ich merke schon, dass mir jetzt nicht mehr so viel einfällt, wenn ich jetzt hier am Stück weiter rede. Und deswegen mache ich hier einfach mal ja einen kleinen Break und ändere vor allem mal hier das Schild. Nether Stuff. Genau. Und dann kommt hier drüben halt der Nether Rack rein. Also hier unten. Ne? Genau. Und ja, das Ardite und Kobalt, das kann ich natürlich mal einschmelzen. Tue ich mal hier rein noch, ne? Genau. Und hä, warum? Warum ist hier sowas drin? Ein Ingot Cast. Alles klar. Ich glaube, der muss. Ne, warte mal, der gehört gar nicht hierher. Den muss ich mal hochbringen in die Kiste. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Naja. So. Ach so, stimmt, hier ist ja noch so ein Banner. Oh Mann. Ja, was hier alles noch so rumsteht. Lukas war auch schon ewig nicht mehr da, ne? Das ist halt auch so ein Problem. Ich weiß nicht, ob er noch Lust hat auf das Projekt, aber ja, irgendwie sieht es danach aus, dass er eben auch, ja, wegen den ganzen Serverproblemen und so halt gar nicht mehr so die Lust hat hier drauf, ne? Dass ihm einfach die Motivation vergangen ist. Aber wir werden sehen, vielleicht kann ich ihn überreden, wieder zu spielen. Aber dazu müsste vor allem der Server funktionieren, das ist eben das Hauptproblem, ne? Ja, keine Ahnung. So, ich gehe mal hier durch und guck mal in meinem anderen Portal, wo ist das überhaupt? Ich gehe gleich mal in Game Mode 3 und schaue mir das mal an, ne? Weil, ja, ich möchte natürlich den Weg auch ordentlich graben und nicht hier so random vielleicht, ne? Wäre irgendwie schlecht. Und naja. Jedenfalls, was kann man noch sagen zu Simon Unge? Ich weiß nicht, irgendwie ist er halt in letzter Zeit öfter auch am Trollen und so, ne? Auch mit seinen ganzen Reaction-Videos und so weiter. Das ist natürlich dann alles, ja, im Vergleich zu früher was komplett anderes und ja, ist schon krass irgendwie, ne? Wie er sich so verändert hat, weil ja, eigentlich wollte er ja immer noch Let's Plays machen, ne? Und das Letzte, was er eben gemacht hat, so richtig war Fortnite, als es im Hype war. Ja, und danach irgendwie nicht mehr so viel. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen schade, so diese Entwicklung. Und, naja, jetzt hat er eben seinen Zweitkanal reaktiviert, um ein paar ernstere Videos zu machen. Bisher hat man davon noch nicht so viel gemerkt, außer vielleicht dieses Video, in welches Land will ich ziehen, ne? Ja, aber man merkt halt auch, dass er es nicht nur wegen diesem aufklärerischen Ding gemacht hat, diesen Kanal, sondern er will den auch einfach, Quatsch, dieses Milch-ist-Gift-Video meine ich. Er will halt den Kanal einfach reaktivieren, ne? Und einfach wieder Reichweite generieren, damit, ja, wahrscheinlich mehr Leute auf seine anderen Videos, die er noch vorhat, dann tatsächlich aufmerksam werden. Obwohl es eigentlich auch nicht so viel Sinn macht, weil er dann natürlich auch wieder, ja, tatsächlich nicht so viel Werbung machen möchte. Nee, Quatsch, weil er dann nicht so viel, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin schon wieder ein bisschen durch heute. Ich habe so viel aufgenommen. Er will halt dann irgendwie, ja, auch noch ernst genommen werden, genau. Und ja, das geht wahrscheinlich dann so ein bisschen verloren, wenn er die ganze Zeit hier rumtrollt, ne? Und naja, keine Ahnung. Ob das jetzt so gut war, ja, könnt ihr ja mal schreiben, ne? Was ihr so denkt und naja. Ich würde sagen, ich gehe mal in den Game Mode 3, wie gesagt. Und dann schaue ich mal hier. Okay, der Gang geht auf jeden Fall noch weiter. Wir müssen also noch ein ganzes Stück hier runter. Und dann sollten wir hier hoffentlich irgendwo oben rauskommen, ne? Und ja, da muss ich dann eine Treppe nach unten bauen zu dem Portal. Aber ja, im Berg macht es keinen Sinn, eine Treppe zu bauen. Das hatte ich auch überlegt, aber das werde ich nicht machen. Ich werde die dann wahrscheinlich, ja, vielleicht da hinten so, in dem Berg, dass ich dann so einen Knick mache oder keine Ahnung. Ich werde die wahrscheinlich eh von unten auch bauen, ne? Ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch so eine Leiter einfach nur. Ich denke mal, das wäre das Beste, weil, ja, das ist sonst alles sehr, sehr teuer und ich glaube nicht, dass das, dass es so schön ist. Ich denke mal, ich mache das mit einer Leiter. Geht ja auch mal. Und da kommt man noch schneller runter, ne? Ich denke mal, das ist schon ganz okay.
So, jetzt muss ich aber erstmal den Gang suchen. Ich verwechsel den dann auch immer mit dem anderen. Okay. Ja, dann können wir ja hier mal so ein Bild machen, ne? Sowas ungefähr. Oder ich guck noch mal so ein bisschen. Ja. Ja, ich gehe mal hier, ja, so dieses Bild könnte ich machen, genau. Da sieht man so schön den Fortschritt. Eigentlich. So, vielleicht von diesem Tunnel einfach, ne? Das wäre doch mal eine Sache hier. Genau, und dann würde ich sagen, wär's das gewesen von dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut da rein. Und das wär's gewesen. Tschüss.